Der Rostocker Seehafen hat im vergangenen Jahr einen Umschlagplus von rund 1% verzeichnen können. Das gab der Geschäftsführer der Hafenentwicklungsgesellschaft, Dr. Ulrich Bauermeister, bei einer Bilanzpressekonferenz bekannt. Insgesamt gingen 21,4 Millionen Tonnen im Überseehafen über die Kaikanten. Die Mengenbilanz ist durchwachsen. Wir haben ein kleines Plus, haben in einzelnen Bereichen schmerzliches Minus, sodass ich sage, ja, es ist so, dass wir meinen, die Voraussetzungen für 2014 sind gut. Wir werden 2014 deutlich mehr haben. Das Umfeld verändert sich, die Konjunktur läuft besser, nicht nur in Deutschland. Wir haben entsprechende Vorkehrungen getroffen. Die Bahnschienen können wieder uneingeschränkt genutzt werden. Das Kraftwerk wird nach einer Grundrevision weiterlaufen. Wir werden 2014 ein besseres mengenmäßiges Ergebnis haben. Ein Rekord konnte der Seehafen Rostock zudem bei den Kreuzfahrtanläufen vermelden. So waren im vergangenen Jahr 365.000 Kreuzfahrttouristen an Bord der Urlauberschiffe. Eine Größenordnung, die man sich auch im Jahr 2014 zutraut. Maßgeblich sind die Passagiere, denn die bringen das Geld. Und wir wissen, warum wir zumindest einen Rückgang bei den Anläufen haben. Wir müssen aber auch ganz klar sehen, wir bewegen uns im Umfeld Warnemünde. Da können wir nicht so viele Leute haben, nicht so viele Menschen unterbringen, wie das zum Beispiel in Hamburg der Fall wäre oder wie es zum Beispiel in Kopenhagen der Fall ist. Also wir werden moderat dem Umfeld angemessen weiter wachsen. Ein überaus wichtiges Thema für den Seehafen in Rostock sind die Investitionen, um auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben. Aber gerade diese sind ins Stocken geraten. So wurden 2013 von den geplanten 30 Millionen nur rund 19 Millionen Euro im Seehafen investiert. Grund ist die einseitig geforderte Gewinnausschüttung des Oberbürgermeisters Roland Metling, der sich damit gegen einen Beschluss der Bürgerschaft stellt. Für die Hansestadt Rostock hat der Hafen traditionell eine große wirtschaftliche Bedeutung. Mehr als 150 Unternehmen mit rund 5.500 Arbeitsplätzen sind hier ansässig. Umso erfreulicher ist es daher, dass die Aussichten für das Jahr 2014 im Seehafen Rostock laut Geschäftsführung positiv sind.